Hallo, heute komme ich noch mal persönlich auf dich zu, um dir noch mal die Möglichkeit zu geben, mit dabei zu sein bei meiner Facebook-Gruppe. Ja, wir haben im September damit gestartet mit der Facebook-Gruppe und mittlerweile habe ich eine Co-Moderatorin, die Doris Gogrebe. Und die Doris, die unterstützt mich im Bereich von Motivationen und Posts. Also sie ist die Königin der Posts. Und mein Part ist der Live-Calls. Meine Gruppe ist dafür da, um dir deinen Transformationsweg einfacher zu gestalten. Jetzt wirst du sagen, habe ich nichts mit zu tun? Nee, damit haben wir alle was zu tun, denn mit der erhöhten Erdschwingung sind wir alle davon betroffen. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass das eine oder andere nicht mehr so leicht wegzulächeln ist oder wird schon. Vielleicht hast du irgendwelche Konflikte auf der Arbeit mit deinem Chef und du merkst, dass es dich irgendwie enger beschäftigt, näher beschäftigt und dieses von wegen, na, wird schon und ist eine vorübergehende Zeit. Vielleicht merkst du, dass deine Partnerschaft erheblich auf den Prüfstand gestellt wird und du dich null verstanden fühlst. Vielleicht merkst du, dass du immer öfter nach Bestätigung von außen suchst und es dir selbst dann nicht wirklich genügt. Das alles sind Indizien dafür, dass du auf deinen Transformationsweg sollst. Und wir sind alle davon betroffen, auf unseren Transformationsweg zu gehen. Und was bedeutet das? Dieser Transformationsweg, um Himmels Willen, ich muss meine alte Schale ablegen und bekomme eine neue. Nein, so ein bisschen. Ungefähr. Es gilt einfach, mehr aus dem Herzen zu leben und deine Dinge mit der Authentizität, deiner Authentizität zu machen und die auch zu zeigen. Es gilt nicht mehr, etwas wegzulächeln oder eine Fassade aufrecht zu erhalten. Du wirst merken, es wird immer schwieriger mit dieser Fassade. Und genau deshalb möchte ich dich unterstützen. Und eine Unterstützung oder ein Weg neben meinen Einzelgesprächen, Einzelsitzungen ist sicherlich diese geheime Gruppe, die ich gegründet habe. So, was passiert da in der geheimen Gruppe? Zuerst mal siehst du hier meine wunderbaren Blumen. Ja, das ist auch etwas, was ich allen Membern mit ans Herz lege. Schafft euch eine schöne Atmosphäre für die Live-Calls. Weil das sind keine Live-Calls, wo du zwischendrin mal kurz die ganze Wohnung putzt, wo du vielleicht noch ein Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Freund führst oder irgendwelche Rechnungen oder sowas schreibst, sondern diese Live-Calls, die sind sehr intensiv. Ich gebe dir hilfreiche Tipps mit an die Hand, die du im Alltag umsetzen kannst, wo zum Beispiel dein Gleichgewicht wiederhergestellt wird und du eher zentriert bist, wie du mit schwierigen Situationen im Alltag umgehst. Und die Highlights sind immer die Downloads und die Einschreibung. Ja, was heißt ein Downloads und Einschreibung? Was machten die da? Naja, ich mache nichts, was du nicht möchtest, denn es bedarf immer deiner Bestätigung. Und auch da kannst du immer Ja sagen oder dich der Stimme enthalten und dann passiert da auch nichts. Aber wenn du Ja sagst, dann löse ich dich in diesem Fall von Kollektivgedanken ab. Und diese Kollektivgedanken behindern uns in unserem Voranschreiten und vielleicht auch unser wahres Ich zu erkennen und dieses zu leben. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Schau dir unten mal die Kommentare an. Weil da sind Feedbacks von Membern von der letzten Gruppe dabei. Und ich mache die Gruppen nicht so groß, weil ich möchte, dass ich effizient arbeite und meine Anbindung mit der geistigen Welt effizient umsetzen kann. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann mach es heute. Wenn du sagst, morgen, okay, kannst du auch machen.
Samstag werden wir den nächsten Call haben. Also diese Calls sind immer auch als Aufzeichnung im Netz. Da kannst du es dir auch immer nochmal anschauen. Und wenn du dich erst morgen dafür entschließt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann hast du noch genug Zeit, dir den Call von heute Abend anzugucken. Und ich freue mich schon drauf, dass wir heute da endlich wieder starten. Bis ganz bald. Tschüss.